Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runner's Flow und in diesem Video geht es darum, wie dauerhaft sinnvolles Training bei Laufanfängern funktioniert. Und das Problem ist, wenn du mit dem Laufen anfängst, das dauerhafte Dranbleiben. Am Anfang bist du noch hoch motiviert, du gehst das erste Mal laufen, du gehst das zweite Mal laufen, alles macht mega Bock. Nur nach und nach stellt sich der Schlendrian ein und du sagst, heute lasse ich die Runde mal schleifen und mach mal lieber nichts. Und ich möchte dir zwei Beispiele geben, wie ich sie vor kurzem erlebt habe, wie man trainieren kann. Das ist eine Story von einer Bekannten, die ich habe. Und die kommt ungefähr einmal im Monat zu mir und sagt, ich war wieder trainieren. Mir tut alles weh. Ich habe den Muskelkater des Todes. Dann höre ich mir das immer alles fleißig an und ja, du warst trainieren, finde ich gut und so weiter. Und denkt dann am Ende darüber nach, in was für Schritten sie immer zu mir kommt. Also sie kommt ungefähr jeden Monat einmal zu mir und erzählt mir diese Geschichte. So, Story Nummer 1. Story Nummer 2 ist, ich fahre morgens oft einen Weg mit dem Rad und da kommt mir mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal die Woche morgens eine Frau entgegen, weil Leute sind ja Gewohnheitstiere und so, immer selbe Uhrzeit. Die läuft ganz, ganz langsam. Wirklich ein sehr moderates Tempo. Ich sehe die aber ständig. Wirklich andauernd. So. Wenn ich jetzt diese beiden Geschichten mal nehme und die miteinander vergleiche, also einmal Variante 1, in einem Monat einmal richtig volle Pulle trainieren und sich total kaputt machen, mit einem Muskelkater aus der Hölle wieder aufwachen, oder Variante 2, regelmäßig rausgehen, regelmäßig laufen gehen, dafür aber langsam und sachte, ja, dann könnt ihr euch die Frage stellen, welche Variante die beste ist. Es folgt dem gesunden Menschenverstand, dass es Variante 2 ist, nämlich kontinuierliches Training. Ein Merksatz für dieses Video kann sein, Kontinuität vor Intensität für Laufanfänger. Das heißt, nicht volle Pulle und hau drauf trainieren, sondern regelmäßig. Wie kann zum Beispiel eine Laufwoche bei dir aussehen? Dreimal laufen ist eine gute Anzahl für dein Lauftraining in der Woche. Das heißt, du streust diese drei Tage so, dass da mindestens immer einen Tag Pause zwischen ist und fertig ist die Katz. Und es geht dann quasi darum, das Woche für Woche fortzuführen und es nicht so zu tun, einmal die Woche laufen zu gehen, volle Pulle zu machen und dann am Ende total platt zu sein. Probier's mal aus. Guter Tipp. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Kommentier gerne hier drunter, was immer dir in den Sinn kommt oder wie du das findest, was ich hier gerade erzählt habe. Ich bin Kevin von Runner's Flow. Haut rein!